und. Genau. Umso mehr rumsteht, umso länger braucht er. Genau. Was nun? Hi, Jenny, Mensch, du bist ja auch da. Das ist ja cool. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Im Studio. Ja, das ist richtig. Welcher Kanal? Zweitkanal. Nerd7Tech. Und ja, Jenny kennt ihr noch nicht, außer ihr verfolgt unsere Webseite schon. Sie ist schon seit über einem Jahr bei uns redaktionell tätig und hat unter anderem auch den Roborock dort getestet. Wie heißt das Ding eigentlich aus komplett? Oh Mann, Roborock S7 Max V Ultra. Genau, eine eierlegende Wollmilchsau im Preissegment von 1400 Euro. Und ich habe hier den Ecovex X1 Omni, der auch so bei 1230 Euro liegt. Auch das ist eine eierlegende Wollmilchsau. Beides sind Premium-Geräte oder High-End-Geräte mit dem aktuellen Stand der Technik. Und von denen gibt es Videos, von dem gibt es Videos. Wir haben auch Testberichte dazu gemacht und alle fragen sich meistens so, wer ist denn jetzt eigentlich besser? Und das wollen wir heute so ein bisschen rauskristallisieren, ob es einen klaren Gewinner gibt oder ob das eher so eine persönliche Bauchentscheidung ist. Das, denke ich, finden wir raus. Wollen wir mal anfangen? Wir fangen an beim Roborock, okay. Ja, um erstmal einfach euch vom Design her zu zeigen. Ja, wir haben hier eine relative Breite, dafür beim Ecovex ziemlich hoch. Man muss aber dazu sagen, der Roborock sieht so ein bisschen nach Mülleimer aus. Also ja. Man beachte die Wassertanks, die quasi dann rausgenommen werden können. Genau. Es ist ja auch mit Absicht direkt draufgeschrieben, hier Schmutzwasser, hier ist Frischwasser. Und was haben wir denn eigentlich daneben? Da haben wir dann unseren Staubbehälter. Man nimmt einfach die Klappe ab, ja, kann diesen Staubbehälter rausziehen. Das geht etwas schwierig durch diesen Plasteverschluss. Ja, ist nicht gerade wirklich in der heutigen Zeit... Da können wir aber auch direkt sagen, in erster Linie, ihr habt natürlich Folgekosten, weil hier ist natürlich auch so ein Staubbeutel mit drin, den man dann auch hier mit rausnehmen kann. Hier ist der Unterschied aber, dass es zum Beispiel dann aus Pappe besteht. Die Originale sind immer ein bisschen teurer. Vor allen Dingen, wie gesagt, beim Roborock ist es mit Kunststoff, finden wir jetzt nicht ganz so cool. Es gibt aber Alternativen, die dann mit Pappeinlage sind, so wie jetzt hier von Ecovex. Nehmt nicht unbedingt die Originalen, gebt doch gerne oder guckt mal ein bisschen nach den Nachbauten, nenne ich es jetzt mal. Die sind auch deutlich billiger. Da wären zum Beispiel hier die Originalen mit Plastikeinsatz. 6 Stück wollen die 31 Euro haben. Alternativ kann man 22 Euro ausgeben, bekommt aber gleich 8. Hier beim Ecovex ist es so, dass 3 Originalbeutel mit 2,5 Liter Fassungsvermögen 19 Euro kosten, was eine Menge ist für so ein bisschen... Papier ist es eigentlich auch bloß. Man kann aber alternativ einfach 10 Stück auch so für um die 16 Euro kaufen. Ne? Dass ihr das schon mal einmal gehört habt, es ist halt, ihr kauft euch das Gerät, aber aufgrund der Staubbeutel, die beide drin sind, müsst ihr das irgendwann ja auch mal austauschen. Und was sagst du, wie lange kommst du hin mit so einem Staubbeutel? Ja, je nachdem, wie viele Haustiere man hat, also einen Monat auf jeden Fall. Ja, wenn man nicht ganz so viel Dreck hat, ja, kommt man auch locker mal 2-3 Monate. Ja, genau. Das ist immer der, abhängig. Genau, der meine bin ich auch, wie gesagt, aber deswegen auch kurz die Folgekosten. Ansonsten, kleiner Nachteil bei mir hier, ich habe es schon gezeigt, ich muss hier unten erst einen unsichtbaren Knopf drücken, da muss ich den Beutel rausnehmen. Man kommt jetzt aber nur bedingt gut ran, gerade wenn er prall gefüllt ist, steckt er noch so ein bisschen unter dem Gehäuse mit fest. Das ist beim Roborock ein bisschen besser gelöst. Ansonsten, was das Laden angeht, das ist ja auch eine Ladestation, das können wir euch jetzt natürlich nicht zeigen, aber es ist auch eine Reinigungsstation für die Wischaufsätze. Die können wir nur bedingt zeigen, wir spielen uns da mit Sicherheit auch mal was mit ein. Aber ich würde sagen, zum Äußeren, zum Design haben wir schon ein bisschen was gesagt, gehen wir dann doch direkt über zum Roborock. Genau, wir drehen das Ganze jetzt einfach mal um euch zu zeigen, wo einfach die Unterschiede liegen. Ja, zunächst fällt erstmal auf, wir haben hier eine kleine Seitenbürste. Ja, die besteht hier aus Gummi, also sonst kennt ihr das immer mit Borsten. Ja, wie gut das funktioniert, erzählen wir euch später. Dann, die Hauptbürste besteht hier aus Reimgummi mit harten und weichen Lamellen. Ich denke, das ist einfach, wenn man Haustiere hat, einfach viel besser. Ja. Ja, zudem ist es halt ein schwimmendes Werk. Ja, und dann natürlich... Die ganz große Besonderheit, muss man ja sagen. Die ganz große Besonderheit haben wir hier eine vibrierende Wischplatte. Und die hebt sich bei Teppichen auch noch hoch. Ja, genau. Das heißt, ihr könnt damit einfach ihn über den Teppich fahren lassen. Er hebt sie automatisch an, ohne dass der Teppich nass wird. Jetzt muss das Ganze natürlich auch noch gereinigt werden. Dann fährt er zurück hier in diese Station und hat hier einen... ja, so einen beweglichen Arm, der mechanisch dann quasi... Genau, der dann im Endeffekt von unten, ja, von links nach rechts, diese Platte dann reinigt.
Genau. Ja. Ansonsten von den Sensoren her alles kennt normaler man alles. Standard. Da brauchen wir, genau, glaube ich, gar nicht mehr drauf eingehen, weil du den gerade so schön stehen hast. Bauhöhe ist immer noch ganz interessant. Ja, da liegen wir hier immer noch unter 10 cm. 9,6, um ganz genau zu sein. Genau, so kommt er einfach auch noch unter Möbeln drunter. Ja. Und auch hier haben wir natürlich einen normalen Staubbehälter, 400 Milliliter. Genau. Ich nehme das mal ganz kurz aus an quasi. Ansonsten Bumper auf der Vorderseite plus nochmal ein bisschen Technik vorne, auch eine Kamera. Wir gehen gleich mal drauf ein. Ja, aber ich habe da noch einen kleinen Einwand, nämlich wir drehen das Ganze nochmal um. Wir haben hier vorne nämlich noch einen 200 Milliliter Wassertank. Den kann man hier auch entnehmen, dementsprechend halt auch mal trocknen, sauber machen, reinigen, ja, wie auch immer. Genau. Ja. Gut, dann würde ich sagen, ich schiebe mal dein Gerät wieder weg. Schieb ihn wieder rein. Achso, lustigerweise, das Ding fährt mal vorwärts und mal rückwärts rein, je nachdem, was übrigens gemacht werden soll. Bei anderen Saugrobotern, die fahren immer in eine Richtung rein und machen alles. Der hat zwei Parkpositionen. Das ist irgendwie auch ganz interessant gelöst. Bei mir kann ich mich jetzt, glaube ich, relativ kurz fassen. Ich fange jetzt mal einfach beim Deckel an. Auch hier natürlich einen Staubbehälter, auch hier um die 400 Milliliter, auch hier den Laserturm. Höhe sind wir hier allerdings bei etwas über 10 cm, 10,35 um genau zu sein. Das heißt, die magische Höhe von 10 cm haben wir leider überschritten. Ansonsten Bumper und ebenfalls auch hier vorne Sensoren und ein bisschen Technik drin und Kameras. Jetzt hat man ja quasi beides gesehen. Beide können auch eine Videoübertragung durchführen. Beim Roborock bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob das im Original auch war oder ob das nachgepatcht wurde. Im Testbericht haben wir es irgendwie, glaube ich, nicht beachtet damals. Naja, nachgepatcht wurde es, also sind sie jetzt nicht ebenbürtig. Wenn wir das Ganze dann umdrehen, sehen wir dann im Prinzip den... Wie zu hören, deutsche Sprachausgabe haben wir natürlich, das sogar bei beiden Geräten. Hier haben wir jetzt Wischmops auf der Unterseite, die ich auch ganz leicht entfernen kann. Es gibt auch hier eine Teppicherkennung, auf die hier vorne irgendwo mit untergebaut ist, aber sie meidet die Teppich dann, wenn die Wischmops angebracht sind. Da hebt sich die Platte an, hier werden Teppiche gemeidet oder vermieden. Wenn ich die abmache, kann ich natürlich auch über Teppiche fahren, bedarf natürlich dann wieder ein bisschen manuelles Zutun. Auch hier sieht man dann die Gummilamellen und ein paar Borsten. Man sieht auch, dass da sich ein bisschen was drin verfängt. Dass man das rausnehmen kann, brauche ich euch nicht mehr zeigen. Was man auch sieht ist, wir haben hier zwei Frontbürsten, die zueinander arbeiten und ansonsten natürlich auch die ganzen Kollisionsabsturzsensoren und sonstige Dinger, dass das Ding dann halt auch sicher durch die Bude manövrieren kann. Weil ich jetzt gerade den Sauger draußen habe, der wird hier drin natürlich auch gereinigt. Ein ganz großer Vorteil ist, dass hier oben noch warme Luft rauskommt, der den Wischmopp quasi trocknen kann. Da sind wir auch hier in der Geschichte dann wieder von Vorteil, weil ich muss in der Nachbereitung ein bisschen weniger machen als hier vielleicht beim Roborock. Gerade wenn es vielleicht zeitkritisch ist und das hängt hier zwar frei, aber die Luftzirkulation ist jetzt dann doch eine andere. Genau. Aber sag mal, Ronny, wo sitzt denn bei dir der Wassertank? Das ist ein guter Hinweis, der ist tatsächlich intern, der wird über diese Gesamtanlage gefüllt, hat aber nur 80 Milliliter. Das ist jetzt im Prinzip auch ausreichend, um dass die Bürsten oder der Wischmopp benetzt wird und durch die Bude fahren kann. Hat aber den Nachteil, wenn man den jetzt mal vielleicht ein bisschen länger stehen lässt und vielleicht kalkhaltiges Wasser zu Hause hat, das mit der Wartung ist dann ein bisschen schwieriger. Hier komme ich ja ran. Ja, auch das ist nochmal so ein kleiner Unterschied. Saugleistung 5000 PA, 5100 PA, Reinigungszeit liegen wir hier bei 180 Minuten, hier ungefähr bei 260 Minuten. Das sind jetzt aber eher so die Herstellerangaben, weil es ist ja wichtig, dass die Bude, oder also letztendlich ist entscheidend, wie groß eure Bude ist und was ihr rumsteht und wo rumgefahren werden muss. Dann würde ich sagen, können wir auch direkt zur Navigation kommen, oder? Ja. Ja, willst du anfangen? Mal los. Also von der Navigation her haben wir hier natürlich den Laserturm mit dem LiDAR-Sensor. Die Hinderniserkennung, was der Roborock noch extra hat, ist ein kleines LED-Licht, wenn es zu dunkel wird. Genau, wir drehen ihn um. Da ist dann das Licht. Genau, das geht dann an, wenn er zum Beispiel unter eine Couch fährt oder halt wirklich die Tatsache, ihr ihn nachts fahren lasst. Ja, aber ansonsten ist die Navigation einwandfrei, also wir konnten uns da definitiv überhaupt nicht beschweren. Ja, er fährt komplett routiniert seine Bahn und lässt auch nichts aus. Ja, ja, und man hat auch die Möglichkeit einfach zu sagen, hier fahr mal bitte zweimal drüber, weil man weiß, oh, da liegt immer der Hund. Beispielsweise. Genau. Also rein vom Algorithmus arbeiten beide Geräte aber ein bisschen anders. Der Roborock geht erstmal mehr oder weniger die Außenkanten und geht dann immer so ein bisschen quer. Kann natürlich durch die Vibra-Rise-Technik, also durch das Anheben des Wischmops oder Aufsatzes, besser gesagt, natürlich dann auch über Teppiche rüberfahren.
Da hat mir gesagt, so 1,8 cm ist so das Maximale, ne, was die Hindernisüberwindung angeht. Saugkraftmäßig, wie gesagt, liegen wir bei 5100 PA. Da ist es dann so, auf Teppichen kann der schon richtig saugen. Aufgrund der gummierten Bürste unten drunter ist es ja nicht so ein tiefes Eingreifen in den Teppich. Also wer viel Teppich zu Hause hat, sollte sich trotzdem nochmal einen normalen Akkusauger nehmen, der ein bisschen mehr Leistung hat. Das ist halt, also das muss man vielleicht auch manchmal mal mit erklären, das sind halt Geräte, die für eine Grundreinigung zu Hause sorgen sollen, aber zum Beispiel nicht perfekt in alle Ecken fahren können. Ist halt bautechnisch rund und den Bürsten ist es irgendwie auch nicht möglich. Was sagst du zur Wischleistung? Die Wischleistung hat mich in meinem Test definitiv vollkommen überzeugt. Also wir hatten wirklich eingetrocknete Flecken, wir hatten feuchte Flecken, so dass er wirklich alles in einer Tour mal machen musste, auch mit einer zweiten Tour. Man bekommt auch eingetrocknete Flecken einfach weg. Ja. Was einfach so eine Standard-Wischfunktion bei den Vorgängermodellen. Genau. Ja, nicht so. Also mit dem Hinterherziehen des normalen Wischaufsatzes hat es nie funktioniert. Hier bewegt sich das Ganze, also vibriert ja. Und damit geht, wie du sagst, schon getrocknete Flecken auch weg. Wer jetzt sich Gedanken macht, ja, wenn ich da als Ketchup-Flecken weggemacht habe, dann schmier ich das ja durch die ganze Bude. Ja, ist theoretisch, faktisch richtig, aber während des Reinigungszykluses, das gilt für beide Geräte, kann man Zeitintervalle eingeben, wo er dann in die Reinigungsstation fährt, quasi den unteren schmutzigen Bereich reinigt und Wassertank auffüllt und dann wieder losfährt. Ja, also ich kann ja sagen, er soll die ganze Bude machen, er soll das nach 10 Minuten machen, nach 15 oder 20 Minuten, das variiert je nach dem Gerät, funktioniert aber hervorragend, oder? Ja, definitiv. Genau. Ja, ich kann mich jetzt da eigentlich nur anschließen. Auch hier haben wir eine 3D-Hinderniserkennung. Das nennt sich alles ein bisschen anders. Grundsätzlich arbeiten sie aber dann irgendwie nochmal ähnlich. Hier haben wir dann nochmal Kreuzlaser. Allerdings haben wir jetzt hier keine LED, die dann irgendwie abends oder nachts helfen könnte. Da haben dann die beiden Kameras natürlich dann auch irgendwo ihr Limit erreicht, wenn man da jetzt drüber gucken möchte, wo der gerade langfährt oder wenn zu Hause die Katze irgendwie Unsinn gemacht hat. Das funktioniert tatsächlich. Auch hier Navigation sehr gut. Ein bisschen anders. Er versucht immer die möglichst längsten Strecken zu machen mit den Updates, die jetzt in den letzten Monaten gekommen sind, kann aber auch irgendwie im Schachbrettverfahren irgendwie rumfahren. Es sind verschiedene Algorithmen. Grundsätzlich kann man aber sagen, am Ende des Tages fahren sie durch die Bude, sie reinigen die Bude und machen beide sauber. Gleiches gilt halt im Prinzip auch für die Hinderniserkennung. Die lernen auch immer so ein bisschen mit dazu. Beim Roborock war es, glaube ich, der kann sogar Bilder hinterlegen noch. Außer der lernt noch ein bisschen was. Das ist auch so eine Funktion, müssen wir mit aktivieren. Paar Sachen, so ganz flache Kabel, ist mal so, große Sachen wie Schuhe oder irgendwas, da fährt er drumherum, das ist gar kein Problem. Ansonsten beim Wischen hier eigentlich genau das Gleiche. Die rotierenden, drehenden Wischmops mit 180 Umdrehungen sind es, glaube ich, gewesen, irgendwas um die Richtung. Die machen auch groben und festen Schmutz weg und sauber und auch Flüssigkeit nehmen sie gut mit auf. Und auch hier, wie gesagt, fährt er zwischendurch ja zum Reinigen wieder rein, also so, dass man das dann nicht durch die Bude mitzieht. Was die Reinigungswege angeht, ist es hier natürlich aufgrund dessen, weil er ja die Teppiche nicht überfahren kann mit der Wischfunktion integriert oder kombiniert, braucht er manchmal vielleicht ein bisschen länger. Das kann auch durchaus passieren, wenn ihr im Bad einen Vorleger habt, der sich bewegt und er den irgendwie mitschiebt, dass er dann da nicht mehr rauskommt. Kann durchaus passieren. Habt ihr hier natürlich, wie gesagt, den Vorteil, das juckt den dann einfach nicht. Platte hoch und weg geht's. Aber ansonsten, rein vom Reinigungsgefühl, würdest du sagen, sind die auf einer Level? Ja, definitiv. Oder auf einem Level, so rum heißt es ja. Auf einem Level. Mhm. Ja. Was fehlt noch? App eigentlich. Eigentlich müssen wir die App nochmal kurz mit ansprechen. Ist es eigentlich notwendig? Nicht wirklich, weil die sich beide ähneln. Die sind beide einfach zu bedienen. Ja, ja, ich habe beide. Selber nutze ich auch ein EcoVex zu Hause. Also von daher arbeite ich immer damit. Und einfacher geht's gar nicht. Sind teilweise ein bisschen anders aufgebaut. Beide haben auch eine schnelle Kartografierung, wobei der EcoVex einfach ein bisschen flotter ist als Roborock. Aber das ist nur für das erste Mal. Danach fahren die so grundsätzlich durch die Bude. Das halt auch vernünftig. Das wird auch in der Karte oder in der Map dann dargestellt auf dem Handy. Ihr könnt sagen, der soll da reinigen, er soll dann und wann reinigen, er soll dann nicht reinigen, er soll hier nicht langfahren, da darf er auch nicht. Aber einen Teppich darfst du gerne machen, also zumindest in dem Fall. Wie auch immer, also ihr könnt einstellen, was ihr wollt. Ihr seht auch den Verschleiß. Das ist bei allen Anbietern eigentlich mittlerweile so der Fall. Und ansonsten, wenn er zweimal reinigen soll oder nur einräumen soll oder nur einen Bereich, dann könnt ihr das alles mit eingeben. Ich glaube, das sollte dazu auch reichen, weil da sind sie, wie gefühlt für uns mit der Reinigung, eigentlich auf einem Level. Genau. Einen schönen Unterschied hat aber der EcoVex noch. Wenn Sie einmal bitte oben die Klappe öffnen. Ja, das sieht man jetzt zwar nicht, aber... Das sieht man nicht, aber er kann es ja mal rausholen. Richtig, das geheime Staufach. Genau, tada. Weil da hat man hier einfach nochmal diese tollen Wischbezüge. Die kann man abnehmen. So könnt ihr die auch einfach mal in die Waschmaschine schmeißen, ja, trocknen und dann austauschen. Genau. Und
eine Bürste dazu. Die Bürste für die Reinigung. Genau. Warum wir das jetzt nochmal extra erwähnen, es gibt tatsächlich Hersteller, die haben ihre Wischmops auf der Unterseite auf dem Kunststoff festgetackert. Die kannst du nicht austauschen. Das ist jetzt hier natürlich dann auch ein Fall. Ich kann die auch zur Not mal in die Waschmaschine stopfen, dort nochmal mit reinigen lassen, falls wenn es doch mal ein bisschen mehr Dreck ist, was vielleicht nicht hier mit über die Station weggeht. Aber auf jeden Fall ist das schon mal mit bei. So. Und dazu auch noch gut verstaut. Und gut verstaut, genau. Eigentlich ist es das, was wir dazu sagen können. Wir können jetzt nochmal einmal durchgehen, was sind die Vor- und Nachteile, nochmal 3, 4, 5 Stichpunkte. Und dann, glaube ich, darf jeder für sich selbst entscheiden, was denn für sein Budget oder für seine Bedürfnisse der beste Saugroboter in dieser Konstellation eierlegenden Wollmilchsau, sage ich immer gerne, der beste ist. Genau, also beim Roborock ist einfach der Vorteil, habt ihr Teppiche, ja, ihr müsst ihn nicht wegräumen, er kann drüber fahren, ja, und ja, das ist eigentlich das Hauptaugenmerk bei dem Roborock. Dadurch ist es halt einfach autarker. Ihr müsst also nichts wechseln. Wer viel Teppich hat oder flache Teppich hat, ist da auf jeden Fall von Vorteil. Was ich auch ganz gut finde an dem ist, dass man den Wassertank entnehmen kann, dass man den auffüllen kann. Genau. Die Wischplatte hast du gerade angesprochen. Nachteil ist aber, kein Heißluftgebläse, deswegen sollte man dann natürlich die Wischplatte vielleicht einmal am Tag, ich sag mal ehrlich, einmal am Tag ist man zu Hause, dann lässt man den vormittags fahren, nachmittags nimmt man die ab, packt sie irgendwo hin. Also einmal am Tag ist vorausgesetzt, ihr lasst ihn auch einmal am Tag fahren. Wenn es nur einmal die Woche macht, dann halt einfach an dem Tag nochmal. Dass man das einfach wirklich trocknen. Wie gesagt, ist freischwingend, aber ob das so richtig immer die beste Wahl ist, kann ich nicht beurteilen. Beim Ecovex ist es so, die Wischmops haben genau die gleiche Reinigungsleistung wie die Vibrationsgeschichte hier. Wie gesagt, können aber nicht angehoben werden. Und für die Teppicherkennung, das funktioniert einmal frei, muss ich sie aber abmachen. Das heißt, ich muss hier dann doch nochmal manuell ran und muss sie abmachen, damit die über Teppiche fahren und dort den Dreck mit wegnehmen. Wer jetzt keine Teppiche zu Hause hat, für den ist dann klar, was wichtiger ist. Wer jetzt doch den einen oder anderen Teppich zu Hause hat, der muss hier nochmal manuell ran. Und dann ist es so, dass die dann auch getrocknet werden, was wirklich ein ganz großer Vorteil ist. Man muss dann einfach nichts mehr beachten, wenn er fertig ist. Aber was uns persönlich ein bisschen stört, ist, dass im Prinzip der Wassertank relativ klein ist, der auch nur in der Station geladen werden kann und nicht mal unterwegs. Einfach so, halt, stopp mal, ich mache nochmal ein bisschen Wasser nach, weil ich will, dass du jetzt weitermachst. Das geht hier nicht. Der muss immer in die Station zurückfahren und halt im Prinzip, dass man dort so zur Wartung nicht wirklich rankommt. Und ich habe vorhin schon gesagt, wer kalkhaltiges Wasser zu Hause hat oder vielleicht nochmal Reinigungszusätze mit reingemacht hat und das trocknet da vielleicht ein, kann vielleicht mal irgendwie dann die Zufahrt dann letztendlich blockieren und dann fließt das Wasser nicht mehr so. Das könnte ein Nachteil sein. Ansonsten, die Bürsten haben wir euch gezeigt, beide funktionieren gut, wobei die Tendenz dann eher zu dieser gummierten Bürste geht. Das wären unsere Punkte zu diesen beiden Geräten. Und alles andere liegt jetzt letztendlich an euch. Also wie gesagt, es ist ein hoher Preis, den man hier bezahlt. Ecovex ist in den Monaten schon günstiger geworden, der Roborock auch. Weißt du die UVP noch? 1.499? Ja, irgendwie so in dem Dreh. Also andere kaufen sich dafür auch ein Auto, muss man auch mal so sagen. Ja, im Endeffekt ist es dann vielleicht auch noch eine optische Geschichte. Ja, weil der Ecovex ist da halt einfach stylischer, muss man dazu sagen, als die Mülleimer. Ja, aber mit Teppichen, ohne Teppichen. Ja, aber wenn es, wie gesagt, rein um Navigation, Reinigung, Wischen und Absaugen sowie Reinigen der Wischmittel geht. Machen Sie beide. Genau, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Genau. Und ich sage ja immer, wie gesagt, am Ende des Tages ist es für mich eine Haushaltshilfe, die den Raum reinigt. Und es gibt immer Ecken, die muss ich manuell nachreinigen. Da gibt es noch keine perfekte Lösung und das ist auch mit beiden so. Und das Wischsaugergebnis und die Navigation an sich ist aber auch halt einfach das Spiel eurer Wohnung, eurer Liegenschaften, eurer königlichen Hallen, was weiß ich, wo ihr dann so ein Ding fahren lasst. Das können wir gar nicht alles in unserem Test mit einfließen lassen. Wir können halt im Prinzip nur so eine gewisse Einschätzung geben mit dem, was wir getestet haben. Und das soll das Ganze jetzt widerspiegeln. Und da haben wir jetzt nur schon zum dritten Mal erzählt, glaube ich, festgestellt, eigentlich sind sie sich relativ ebenbürtig mit kleinen Unterschieden. Genau. Jo, dann wenn du sagst, genau, dann sind wir durch. Feedback rein in die Kommentare. Welche von denen nutzt ihr? Habt ihr vor, euch einzukaufen? Oder sagt ihr, nee, ist mir immer noch zu teuer? Ansonsten, wie gesagt, Links sind in der Videobeschreibung. Ansonsten Kommentare wiedergeben. Was nutzt ihr? Was würdet ihr nutzen? Wartet ihr auf ein anderes Gerät? Du bist für den, okay. Ich bin eigentlich auch für, ich finde beide irgendwie ganz gut. Okay, ja, wie gesagt, schreibt gerne rein, welchen ihr vielleicht nutzen würdet oder schon habt oder Erfahrungen, die euch vielleicht stören, die wir jetzt gar nicht so sehen, weil wir eine andere Nutzung haben. Dafür gerne in den Kommentarbereich nutzen. Und ansonsten, gebt gerne auch Feedback zu unserem Zusammenspiel. Vielleicht habt ihr ja Bock drauf, dass wir das in Zukunft öfters mal machen, um das Ganze vielleicht aufzulockern. Aber nur, wenn du willst. Ja, vielleicht. So ab und an mal. Sag jetzt aber nicht vor der Kamera, ja, ich will. Nein, niemals. Genau. Also, haut rein. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.